8 Stunden war die Mannschaft unterwegs, um Menschen zu retten, die 150 Kilometer vor der Küste Gran Canarias auf einem Holzboot in Seenot geraten waren. Fischer hatten das Rettungsschiff alarmiert. Wieder eine Nacht, in der die Feuerwehrleute des Meeres stolz sein können. An die 1000 Schiffbrüchige haben sie schon aus den Wellen geholt. Diesmal bringen sie 24 Männer und eine Frau in den Hafen von Arginegin an der Südküste Gran Canarias. Ein Trip in ein besseres Leben sollte es werden. Sie hatten gebangt und gehofft zwischen Ankommen oder Sterben. 2 Tage lang trieben sie hilflos auf dem Atlantik. Für die Presse gibt es keine Möglichkeit, mit den Geretteten zu sprechen. Keine humanitäre Organisation ist zugelassen. Die spanischen Behörden und das Rote Kreuz tun alles, um dramatische Bilder zu vermeiden. They don't want the people to see what's happening with the migrants. And the point is, if we cannot show these people, as persons, because we are so far, we only see a small, dark in group. That's the main, one of the pictures that the xenophobia people wants to use. Because they are not people, they are not humans. That's another point. Die Devise dahinter: Es gibt kein Problem auf den Kanaren. Menschliche Schicksale, die nicht gezeigt werden, existieren nicht. Wer Glück und guten Wind hat, schafft die Überfahrt in 2 Tagen und Nächten. La traversée, on a fait 10 jours sur la route. On vient de la Gambie. C'est très difficile la route, mais on remercie Dieu qui nous a fait arriver jusqu'à ici. On a risqué notre vie, on a risqué notre argent et on a risqué tout. On a passé 10 jours sur la mer, sur la route pour essayer de rejoindre l'Europe. Si on en arrive jusqu'à là, on attend, les gens disent qu'on va retourner, ils vont nous rapatrier. Ça va être une chose très compliquée pour nous. Der kürzeste Weg wären knapp 100 Kilometer. Da Marokko aber seine Gewässer nach millionenschweren EU-Überweisungen schärfer überwacht, starten viele direkt von ihrer Küste, wobei unzählige auf dem Weg sterben. In der schwierigen humanitären Situation machen die spanischen Behörden gravierende Fehler. Der erste: Wochenlang ließen sie viele Flüchtlinge auf der Kaimauer von Arginegin einfach dahin vegetieren. Es waren unmenschliche Verhältnisse. 2000 Flüchtlinge lungerten auf der Mole in unhygienischen Verhältnissen. Bis zu 2 Wochen auf dem bloßen Asphalt. Sollte dies ein Teil von Europas Abschreckungsstrategie sein? Die Bilder vom Kai der Schande gingen um die Welt. Inzwischen sind über 4000 Migranten in Hotels untergebracht. Auch das gefällt nicht jedem. Der soziale Unmut steigt, wie hier in Puerto Rico, wo 50% der Einwohner arbeitslos sind. Immer wieder demonstrieren Hunderte von Einwohnern, alle Migranten aus den Hotels zu evakuieren. Sie sagen, ihre Anwesenheit könne europäische Touristen abschrecken. Den wahren Auslöser der Krisensituation, Covid-19, sehen sie nicht. Los pequeños, los empresarios, los ciudadanos, la voz del pueblo, la que hoy salimos a la calle nuevamente. En los establecimientos turísticos es para los turistas, no como centro de acogida. Die Lokalpolitiker fühlen sich alleingelassen. So hat die Bürgermeisterin der Regierung sogar mit Strafgeld gedroht, weil diese die Hotels anmietet. Necesitamos volver a recuperar el turismo, necesitamos que se reubiquen los diferentes inmigrantes en las diferentes instalaciones militares, que se hagan repatriaciones, que se hagan derivaciones al resto de las regiones españolas y también al resto de Europa para poder nuevamente recuperar el turismo aquí en Canarias y sobre todo Gran Canaria y en el municipio de Mogán.
90% about of our economy is tourism. Minderjährige Flüchtlinge dürfen auf jeden Fall erstmal bleiben. Tenemos más de 700 menores aquí en lo que es Puerto Rico y lo que se está lo que las consecuencias que estamos padeciendo de ello, es decir, ya hay muchas denuncias por parte de los vecinos, que por cierto, cualquier incidente que cada uno de ustedes tengan o familiares o conocidos deben ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, es decir, de la Guardia Civil. Auf den Inseln sind die Besucherzahlen eingebrochen. Fast 2 Millionen Touristen weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die Bootsflüchtlinge dienen als Sündenbock. Angeblich sind sie es, die das Image als Urlaubsziel gefährden. I personally wouldn't be put off coming here if there are migrants here. So I'd probably disagree with what they're saying. And it also shows a lack of sympathy or empathy for migrants who have come here, who don't really want to be on the Canary Islands. They're running away from there, from war and all the difficulties. So I'm with them over the hotel owners, personally. We are not afraid here, no. We feel still peace and... Yes, and love to be here. We can remember Lesbos for 5 years ago, and it was a wonderful island and peace, and everything was down. So I know, I can understand that they are worried about the island here. Auch Abdou ist sich bewusst, dass hier zwei Welten aufeinanderstoßen. Ici, ce n'est pas notre lieu. C'est un lieu touristique. Il vient ici pour reposer, pour être tranquille ici, pour chercher de la soleil et beaucoup de choses. Donc, ce qu'il nous arrange, nous, c'est trouver le moyen de sortir de là pour eux qu'ils soient tranquilles. Nous aussi, on soit tranquille. 5.500 Migranten bringt die spanische Regierung kanarenweit in leerstehenden Hotels unter. Einige der großen Hotelbesitzer sehen darin eine klare Win-Win-Situation. Einerseits gewähren sie humanitäre Nothilfe, andererseits bekommen sie vom Staat 45 Euro am Tag pro Flüchtling. Für den Sprecher des Hotelierverbandes ist die Zeit der Notaufnahme jetzt jedoch vorbei. Please, Europe, don't look away. 20,000 migrants came here. 10,000 more or less are here. Our first help was to help the migrants, and it even helped our colleagues because they were also getting drowned, but economically, and they could get back to work, and many persons could work again in the sector. But now, the Spanish government, backed up by the European government, should create centers where, in a human way, those people can wait for decision to be taken. Gran Canaria ist eine arme Region. Das war schon vor Corona so. Die hier stehen sind keine Extremisten, sondern kleine Angestellte und Geschäftsleute, denen wirtschaftlich das Wasser bis zum Hals steht. Die Mahnwachen vor dem Sitz der kanarischen Regionalregierung in Las Palmas bleiben aber ohnmächtige Hilferufe an die Politik. Aquí llevan ya 25 años arribando pateras. Y no ha habido ningún político, exceptuando algunos pequeños puntos que han solucionado anteriores políticos, pero ya digo, no han buscado una solución para que todas estas personas dejen de viajar de un continente a otro en un medio tan antiguo como es la patera. Die Regionalregierung ist überlastet.
Zwar ist sie nur für minderjährige Migranten zuständig, aber auch schon damit überfordert. Somos conscientes que a estas alturas del año pasado, en diciembre del año pasado, teníamos en torno a 500 menores y a día de hoy tenemos 2.380. Vemos que se ha incrementado más de un 300% la llegada de menores. Por lo tanto, la comunidad autónoma no puede hacer frente a esta situación en solitario, no solo ya por una falta de recursos económicos, que también porque no se contemplaban los presupuestos de la comunidad autónoma, sino también de recursos humanos y de recursos alojativos. Man muss lange fahren, um eine dieser Unterbringungsmöglichkeiten zu besuchen. Hier im kargen Landesinneren gibt es so ein Zentrum, weit abgelegen und fern vom Blick der Öffentlichkeit. 36 Jugendliche sind in der ehemaligen Wanderherberge untergekommen. Ein paar Marokkaner, die Mehrheit junge Senegalesen. Ein kleiner christlicher Verein kümmert sich um sie. Die frisch Angekommenen sind traumatisiert, gleichzeitig froh, in Sicherheit zu sein. Andere sind schon seit 4 Monaten hier. On pensait pas on allait être longtemps ici, comme d'autres nous disaient quoi, parce que d'autres viennent, c'est la chance quoi, ils viennent, ils passent devant rapidement et puis ils continuent leurs études, etc., etc. Mais nous ici c'est un peu plus compliqué quoi, à cause du coronavirus. Fast 40 Jungs in 2 Schlafsälen, von Rückzugsmöglichkeiten keine Spur, keine Privatsphäre, um ihre Odyssee zu verarbeiten. Ein Gefühl von Langeweile liegt schwer über der Herberge. Klar, ein Dach über dem Kopf, ein Bett haben sie und 3-mal am Tag zu essen. Ansonsten bringt man ihnen ein bisschen Spanisch bei und Grundkenntnisse im Rechnen. Enrique Santana würde gerne mehr tun, kann mangels Geld den Jungs aber kaum mehr anbieten. Estamos superando la capacidad en muchísimo. En menores no sé exactamente cuántos hay, pero el que hayan dispositivos de emergencia para acogerlos, este tiene 36, hay otro con 100 y pico, en el sur también hay muchos con 100 y pico, es complicado para la isla. Kontakt zu den Dorfbewohnern haben sie so gut wie keinen. Die meisten wollen nach Frankreich oder Belgien, wo manche Familienangehörige oder Bekannte haben, und hoffen, dort schnell einen Job zu finden. Nous sommes ici pour être bien encadré, étudier pour aller de loin. Moi, je devrais travailler dans les bureaux comme ça là, tu vois. Je dois étudier beaucoup mieux. Pour quand je serai majeur, je ne veux pas être dans la rue, quoi, comme ça, là, sans rien faire, sans papier, rien, alors que ça, c'est pas sûr. Quand tu es dans une situation irrégulière en Espagne, ici, là, vraiment, ça va être compliqué pour toi. Quand tu es majeur, ils t'envoient dans un centre de majeur, ils n'ont plus rien à te dire, rien. Ils te laissent comme ça. Ils te disent à toi de chercher comment faire pour quitter ici. Tu vis le présent, tu laisses le passé derrière et tu regardes le futur. Oui, c'est ça. Ob diese Jungs wirklich eine Zukunft in Europa haben werden, ist unwahrscheinlich. Armut und Korruption haben sie dazu getrieben, ihre Heimat zu verlassen. Noch gelten sie als vulnerable Personen. Wenn sie 18 sind, werden sie als Wirtschaftsflüchtlinge betrachtet. Es complicado para la isla, para los colegios también están saturados de niños. Se ha visto todo muy saturado y siguen llegando. Son islas pequeñas para tanta llegada. Über 12 Millionen Touristen füllen normalerweise die Hotels auf den Kanarischen Inseln. Mit den Migranten in ihren Unterkünften ins Gespräch zu kommen, dazu gibt es offiziell kaum eine Möglichkeit. Die Hotelbesitzer schotten sich ab, die Migranten kennen ihre Rechte nicht.
Es wirkt so, als solle die Tatsache, dass immer weiter Menschen aus Afrika auf die Kanaren kommen, regelrecht von der Öffentlichkeit versteckt werden. Schon grassieren in der Bevölkerung zahlreiche Gerüchte um Belästigungen, Diebstähle und sexuelle Übergriffe durch die Ankömmlinge. An manchen Orten ist es schon zu skandalösen Szenen gekommen. So fordern Ultrarechte immer wieder, Immigranten einfach von den Inseln zu entfernen. In den Straßen von Arginegin hat es sogar schon regelrechte Menschenjagden gegeben. Ein Riss geht durch die Inselgesellschaft. The people here, they just see the invasion. You know, they just feel like these people want to get this island. I'm scared about that the people of the village came to know our what we feel for these people, you know, because we are completely with these people that came from the sea. I'm not a racist, not at all. But I'm a woman and I used to be safer and I don't feel safe right now. They shouldn't be here. I know that young people in this city, Canarian, they're really angry. They have nothing to live off right now, and these people coming in these boats, they get food and stuff, that's okay. But it's kind of scary. They doesn't fit in here, to say it that way. It destroyed the tourism and the whole island. Nous à l'hôtel, s'il y a une manifestation, l'hôtel nous prévenit, nous dit essayez pas de sortir aujourd'hui parce qu'il y a une manifestation sur la rue. Mais vraiment moi, je n'ai pas encore rencontré des problèmes avec les Espagnols ou bien un quelqu'un d'autre. Parce que je suis toujours isolé moi-même pour être tranquille, pour ne pas avoir des problèmes ici. Parce que ce pays n'est pas mon pays, je suis un étranger. Et j'ai mes propres problèmes moi-même. Drei Dutzend Inselbewohner haben sich an diesem Tag zusammengefunden, um vor dem Sitz der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zu demonstrieren. Was sie fordern, sind humanitäre Korridore für die Flüchtlinge. Der spanischen Regierung machen sie den Vorwurf, untätig und schlecht koordiniert zu sein. Und obendrein die Menschenrechte der Migranten zu ignorieren. Una vulneración de derechos claves en territorio es ejercer ese control sobre las personas que llegan. Aquí llegaban 15 millones de turistas al año, el año pasado, y nadie se planteaba dónde estaban, si se quedaban o se marchaban. Sin embargo, llega una persona de manera irregular porque no le permiten llegar de otra manera y esta persona pasa a ser una persona irregular a la que se le criminaliza, se le encierra en un lugar como si fuera un delincuente y no se le permite acceder a información, no se le permite tener voz, no se le permite tener recursos más básicos. La ley de extranjería, la gente cada día, racismo institucional, respuesta popular. Inzwischen baut das spanische Migrationsministerium Lager, auf die die Menschen verteilt werden. Dass Journalisten bis zu den Geflüchteten vordringen, ist nicht vorgesehen. Das Lager wird von der Polizei bewacht, Pressevertreter und NGOs werden nicht vorgelassen. Auch die Insassen dürfen nicht raus. Angeblich hätten die Migranten alle Covid. Man fragt sich, was es zu verstecken gibt. Das ist einer der Orte, er heißt Barranco Seco, trockene Schlucht. Eine alte Kaserne, die wegen Baufälligkeit geschlossen wurde. Etwa die Hälfte der Menschen, die hier eingesperrt sind, sind Marokkaner, außerdem Algerier, Mauretanier und Senegalesen. 20 Männer pro Zelt, ohne Licht und ohne Dusche, so berichten es spanische Kollegen, die mit einigen von ihnen sprechen konnten.
Vater Antonio Vieira würde den Traumatisierten gerne psychologische Hilfe leisten. Auch ihn lässt man nicht durch. No sabemos, ahora mismo estamos en una situación donde todo es tan silencioso y es todo tan raro, tan extraño, donde no hay, no fluye la información. Yo le llamo también el campo, el campamento de la vergüenza, solo que ahora está oculto, ¿no? Mientras en Arguineguín estaba muy visible, ¿vale? Ahora la estrategia es ocultarlo, ¿no? Yo creo que eso obedece también a una estrategia para calmar esa presión social de rechazo, que además también había muchísimo en la población de Arguineguín y en la población canaria en general. Wie wenig Feinfühligkeit die Behörden an den Tag legen, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass man ein ehemaliges Gefängnis der Franco-Diktatur zum Abschiebelager gemacht hat. Die Strategie der Zentralregierung, um die Krise auf den Kanaren zu bewältigen, wirkt gleichermaßen holprig wie eindeutig. Ahora que tenemos las fronteras abiertas, yo creo que el número que de derivaciones a Venezuela será mucho muy inferior, porque la idea es que la política migratoria funcione en su integridad. Irán a Península y al resto de Europa personas vulnerables. En los centros de acogida que tengamos, personas que necesiten asilo o refugio, que es lo que hay que hacer, y lo hace toda Europa, ¿no? Pero el resto, la política migratoria es también devolverlos a sus países de origen, ¿no? Der Anblick ihrer Holzboote soll demnächst verschwinden. Sie werden geschreddert. Die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen, ACNUR, schätzt, dass im zu Ende gegangenen Jahr mindestens 600 Flüchtlinge beim Versuch gestorben sind, die Kanaren und damit Europa zu erreichen. Andere Organisationen gehen von über 3000 aus. Laut der Internationalen Organisation für Migration stirbt auf der Atlantikroute schätzungsweise jeder 16. Flüchtling. Abdou ist vor 4 Monaten hier gestrandet. Er fragt sich, was sein Schicksal sein wird. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je suis toujours en clandestin dans ce monde. Dans cette planète de Terre, je suis toujours en clandestin. J'ai pas de papier. J'ai pas de papier à mon pays. J'ai pas de papier en Espagne. J'ai pas de papier partout. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout, moi. Je reste là et je vais attendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Mais c'est très compliqué. Et je suis le soutien de mon famille. Ma mère, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Eine Chance auf ein Bleiberecht hat kaum. Tag für Tag überqueren neue Menschen den Atlantik, jenen Abgrund zwischen der armen und der reichen Welt. Und weder die Migranten noch die Einwohner der Kanaren wissen, welche Realität sie in Zukunft erwartet.